aber du bist doch viel Jäcker. Wenn hier einer bekloppt ist, dann bist du es. Wieso dann? Du bist ja so bekloppt, du merkst das schon gar nicht mehr. Der geht mit einem Eimer Wasser zur Bank, für ein Konto zu löschen. Nachdem ich dann eigentlich den Rücktritt bei Grasshoppers gegeben habe, waren ja dann, glaube ich, noch 2 Monate. Also wo ich eigentlich vertragslos war, also bei Grasshopper noch bezahlt wurde, aber ohne Verein war. Und dann war es so, dass es in Köln Probleme gab, dass man da um den Abstieg gekämpft hat. 18 Großchancen in Köln. Der FC war mit dem 1:4 Endstand noch allerbestens bedient. Und dann kam ein Anruf von Andreas Rettig, ob ich Interesse hätte, mal mir das anzuhören und eventuell dann ab Sommer 2004 in Köln vielleicht einzusteigen. Und ich habe gesagt, ja gut, ich höre mir das mal an und schau mal, was möglich ist. Und haben dann miteinander gesprochen und ja, haben uns dann eigentlich in dem Sinne geeinigt, dass wir gesagt haben, ja okay, im Sommer 2004 machen wir das und vielleicht vorgängig mache ich irgendwie vielleicht Aufgaben, beobachte und schau mal Spiele an. Und also in dem Sinne eigentlich völlig unverbindlich. Und dann gab es Probleme in Köln, also man hat auch da Spiele nicht gewonnen, war dann auch auf dem letzten Tabellenplatz. Nach 5 unglücklichen Niederlagen mit jeweils einem Torunterschied. Ja, und dann kam dann auch der Anruf, dass es sein könnte, dass ich früher einsteigen müsste, ob das geht. Und ja, war dann natürlich auch nicht in dem Sinne optimal. Und habe aber gesagt, ja gut, okay, versuchen wir es, schauen wir das an und machen wir das. Und war dann in kurz danach kam dann der Anruf, okay, du musst einsteigen und geht schon los. Und habe dann am 3. November 2003 das Engagement in Köln begonnen. Habe da von meinem ersten Spiel, das dann jetzt im Nachhinein paradoxerweise auch direkt in Bochum stattgefunden hat, habe ich eine super Trainingswoche gehabt in Köln. Und waren Zuschauer dabei, gab Szenenapplaus beim Training und ich habe eigentlich auch gedacht, ja, das ist ein Wahnsinn, hatte jetzt auch noch nie, oder natürlich so viele Zuschauer beim Training, aber hat sich in dem Sinn eigentlich gut angefühlt.